So, Freunde, wir machen weiter in der Karriere mit dem AS Rom. Wir sind angekommen im Trainingslager und unser erstes Testspiel ist gegen Viktoria Köln. Da wollen wir gleich auch reingehen. Wir werden in dieser Folge hier die Vorbereitung durchspielen sozusagen und uns vorbereiten natürlich auf die neue Saison, auf die ich mich sehr freue. Wir haben noch einen sehr, sehr guten Transfer mit Onana getätigt, haben dafür Patricio verkauft für 18 Millionen, glaube ich, war es. Den 34-jährigen Rückhalt in der ersten Saison. Mit Onana haben wir einen sehr, sehr guten Torhüter bekommen, muss ich sagen, der auch noch sehr jung ist mit 26. Ein herber Verlust natürlich für Ajax an dieser Stelle. Und ja, Luis Felipe, ich habe es ja auch in der anderen Folge schon gesagt, dass wir sehr gute Transfers eigentlich getätigt haben. Dann im Sturm haben wir noch mit Milik einen guten Stürmer, den polnischen Nationalstürmer, dazu bekommen. Ja, ich denke, wir sind gut aufgestellt für die neue Saison. Es wäre noch was drin. Wir haben noch ein paar Millionen hier als Transferbudget. Aber wir gehen erstmal jetzt in die Vorbereitung hier mit dieser Mannschaft und dann schauen wir, was wir noch eventuell machen könnten, ja. So würde ich das erstmal handhaben. Genau. Also, wir starten erstmal mit diesem System hier und wechseln uns dann Spiel für Spiel oder Spiel zu Spiel wechseln wir einfach das System, würde ich mal sagen. Denn wir gehen mit diesen beiden Systemen, mit denen wir in der letzten Saison gespielt haben, auch wieder in diese Saison. Ja, weil die Mannschaft ist ja größtenteils zusammengeblieben, ne? Deswegen schauen wir einfach mal. Alles klar, dann fangen wir mal an. Erstes Freundschaftsspiel gegen Viktoria Köln. Auf geht's. 1-0 durch Sharawi, 21. Minute. Und da ist noch das 2-0 gefallen. Durch Milik. Macht auch gleich sein Tor hier im ersten Test. Die beiden werden wir auf jeden Fall schon mal loben. Sehr gut. Und Co-Trainer lassen wir, oder wollen wir einmal komplett durchwechseln? Wechseln wir einmal. Oder wir machen das anders. So. Wir wechseln einmal hier komplett durch, außer den Torhüter jetzt hier in diesem Spiel. Da lassen wir einfach sie dann im nächsten Testspiel spielen. So. Zack. Perez 3-0. 4-0, 5-0 durch Villa. 6-0, 7-0. Okay. Pellegrini hat das 7-0 noch gemacht. Jetzt schauen wir hier nochmal auf die Statistiken. Also 3-0 Perez, 4-0 Perez, 5-0 Villa, 6 und 7-0 Pellegrini. Sehr schön. So wollen wir das sehen. Ja, ein klarer Sieg würde ich sagen, ne? Aber Viktoria Köln ist halt auch wirklich ein kleiner Verein, spielt dritte Liga in Deutschland. Von daher ein sehr guter Testgegner für uns. Das fängt doch schon mal gut an. Die Vorbereitung hier. So wollte ich das auch sehen. So, jetzt spielen wir gegen TuS Schwachhausen. Noch nie gehört. Gleich mal gucken, wo die überhaupt spielen. Ja, Liverpool will Abraham. 75 Millionen bieten sie uns. Aber da bin ich nicht bereit, das Angebot anzunehmen. Abraham, ein wichtiger Faktor auf jeden Fall für uns, jetzt in der zweiten Saison. Deswegen wollen wir den nicht verkaufen. So, Schwachhausen. Da gucken wir erstmal, wo spielen die denn überhaupt? Die spielen in gar keiner Liga. Ja, das ist, ne, auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft hier, würde ich mal so behaupten. Wir gehen wie immer in der Vorbereitung nach der Frische. Also nicht nach Spielstärke, sondern einfach nach der Frische, dass jeder hier seine Einsätze bekommt und spielen jetzt in diesem System. Genau. So. Zweites Freundschaftsspiel. Rein gehen wir. 1-0 Cristante. In der 10. Minute. Okay, ach so, sie dann wollten wir ihn spielen lassen. Na egal, dann spielt er jetzt die zweite Halbzeit. Hat sich ein bisschen beschwert, dass er seine Einsätze nicht bekommen hat. Tut mir auch echt ein bisschen leid, muss ich sagen.
Maldini, machen wir das mal so. Ich versuche es auf jeden Fall zu ändern in der zweiten Saison, dass sie dann da auch mal ein bisschen zum Einsatz kommt gegen kleinere Gegner. Wir gewinnen auch das zweite Freundschaftsspiel mit 2:0. War jetzt nicht ganz so überragend in dem zweiten System sozusagen. Aber gut, nächstes Freundschaftsspiel ist dann gegen Pauli. Da könnten wir jetzt eigentlich wirklich mal Zidane von Anfang an spielen lassen. Dass der auch seine Minuten jetzt hier in der Vorbereitung auf jeden Fall bekommt. So, neuer Fernartikel. Bereit zur Markteinführung. Auslaufende Verträge, ja. Da wollen wir uns auf jeden Fall früh genug dran setzen. Ich weiß nicht, welche Verträge hier auslaufen, da müssen wir mal gucken. Majoral, ja, die sollen auf jeden Fall verlängert werden. Ne? Charavi ist auch ein sehr wichtiger Spieler für uns, auf jeden Fall. So, wir wechseln wieder in das andere System und Zidane wird von Anfang an hier auflaufen. Gegen St. Pauli im dritten Freundschaftsspiel. 1-0. 2-0 Milik, 2-1. Okay, wechseln wir nochmal durch hier. Zack, zack. Na, so. Zweiten 45 Minuten. Und dann haben wir das dritte Freundschaftsspiel auch hinter uns. Charabi macht noch 3-1. Also auch im dritten Spiel lassen wir hier nichts anbrennen. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Eigentlich in ganz guter Verfassung sind wir, ne? Muss ich sagen. Ich meine, klar, wir haben jetzt nur gegen kleine Vereine getestet. Macht man ja eigentlich auch so. Ich glaube, einen größeren Verein haben wir noch mit dem Hamburger SV. Ich glaube, das ist das letzte. Ja, genau. Nächstes Spiel ist dann gegen 60. Da wechseln wir jetzt auch wieder in das andere System. Ich möchte gern beide wirklich testen. Es ist mir wichtig, dass wir variabel sind. Zumal ich dieses System eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen, so mit drei Spitzen vorne. Das Problem ist halt, dass das Mittelfeld sehr offen ist, ne? Das ist halt eine sehr offensive Variante, ne? So. Okay. Dann gehen wir rein. Ich habe auch gerade gesehen, Spinazzola spielt auf rechts, aber er macht gerade sogar sein Tor. Aber er ist eigentlich Linksverteidiger, ne? Das wird jetzt eh geändert. Aber er macht das Tor hier zum 1-0. Das ist auch irgendwie lustig hier. So, Cristante rein. Perez. Perez bringen wir jetzt für Spinazzola und Maldini geht mal auf links. 2-0, Shomurodov, Cristante macht 3-0, macht das 3-0 und auch im vierten Spiel lassen wir nichts anbrennen. Sehr schön. Der hat auch sein Tor gemacht, sehr gut. Sauber, auch wenn wir jetzt nicht 9-0 gewonnen haben oder so, oder zweistellig, ist das vollkommen okay. Wir haben bis jetzt alle Spiele gewonnen, deswegen bin ich damit vollkommen zufrieden. Crystal Palace, 13 Millionen Angebot für Wagnermann. Ablehnen natürlich. Auch er bekommt auf jeden Fall mehr Einsätze in dieser Saison. Definitiv. Muss sich auch weiterentwickeln mit seinen 21 Jahren. Deswegen möchte ich ihm das ermöglichen, dass er auch seine Einsätze bekommt. So, jetzt im letzten Spiel geht es dann gegen den HSV. Zack.
So. Charavi. Links außen, da haben wir noch Zalewski, den lassen wir mal von Anfang an da spielen. Obwohl, ach ne, der hat ja auch dieselbe. Obwohl von der Fitness ist ein bisschen besser drauf, aber es passt schon so. Abraham von Anfang an. Ja, gehen wir rein. Oh, direkt schon drei, wollte gerade sagen, Doppelschlag, aber direkt schon drei Tore. In den ersten 10 Minuten schon. Saliolo macht alle drei Dinger. Top. Bringen wir sie dann noch mal rein. Mal für ein paar Minuten hier. So, Milik für Abraham. Und die zweite Hälfte. 4-0 Milik. Ja, hat auch seine Tore gemacht hier, ne? In diesen Freundschaftspartien. Ibanez noch mit dem 5:2 am Ende. Winzheimer noch, hat noch ein Tor gemacht und Öztunali. Ach so, das wird hier gar nicht gezählt. Ne? Ach doch hier, drei Spiele, drei Tore. Milik, auf jeden Fall sehr schön. Freut mich zu sehen. Auch dieses Spiel gewinnen wir mit 5:2 und dann haben wir das Trainingslager eigentlich auch schon beendet. Die 12 Tage war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ablehnen, 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 ablehnen. Wir werden es gleich sehen. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Wir haben Trainingsschwerpunkte, haben wir auf die Fitness gelegt und auf Teamwork, ne? Aber das sieht ordentlich aus, auf jeden Fall. Alles hier 5 von 5 außer Konterspiel und Abwehr, aber das ist vollkommen okay. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Sehr schön. Dann haben wir uns ja eine gute Vorbereitung erspielt sozusagen und können jetzt mit breiter Brust hier in die neue Saison starten. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was wir hier in der zweiten Saison zeigen werden. Ziel ist Meisterschaft in der Liga. Wir können noch mal kurz drauf schauen. Meisterschaft, nationaler Pokal müssen wir in die vierte Runde kommen und in der Champions League müssen wir bis ins Achtelfinale kommen. Also es sind auf jeden Fall machbare Ziele und das sind die kleinsten Ziele, die ich uns gesteckt habe sozusagen. Meisterschaft war noch halt nur drin, da konnte ich nichts anderes auswählen. Aber so nehme ich immer die kleinsten Ziele, was geht. Und das sollte auf jeden Fall machbar sein, ne? Mit der Mannschaft. Definitiv. So, jetzt das Bild auch wieder richtig. Ja, wann haben wir denn das erste Spiel? Am 14.8. Da haben wir echt noch ein bisschen Zeit hier, ne? So, was können wir denn hier noch machen? Wir können noch mal eine Autogrammstunde geben. Das war es eigentlich, ne? Gut, Freunde, dann haben wir das ja auch schon schnell erledigt und können dann sozusagen in der nächsten Folge in die Saison starten, sozusagen. Die ersten Spiele machen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und hoffe, dass ihr auch natürlich in der nächsten Folge wieder einschaltet. Denn dann wird es losgehen und ja, ich bin unglaublich zufrieden mit dem Kader hier, muss ich sagen, ne? Also vielleicht machen wir noch was. Da schauen wir in der nächsten Folge noch mal rein in die Transferliste, auf die Transferliste, ob da was bei ist, was uns noch helfen könnte. Ja, und genau, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da, wenn euch das hier gefallen hat und die Vorbereitung und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, ne? Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Abend, wie auch immer. Ich muss jetzt gleich noch zur Arbeit. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.